Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part Resident Evil 2. Wie ihr hört, ich bin immer noch ziemlich erkältet. Ich lag am Wochenende flach mit Fieber und dementsprechend gab es gestern auch keinen Part und ich hoffe, ihr tragt das so mit meiner Erkältungsstimme. Ich hoffe, ich muss nicht zu sehr husten. Wenn zwischendrin so gemutete Parts von mir kommen, dann wisst ihr, ich hatte da den Hustenanfall meines Lebens. Also, was ist beim letzten Mal passiert? Wir sind mit Carlos im Krankenhaus unterwegs, denn wir haben irgendwo haben wir Jill abgelegt. Die ist nämlich da hinten liegt sie, glaube ich, im provisorischen Krankenzimmer. Die ist nämlich ja infiziert worden von dem guten Nemesis, heißt er, glaube ich, wenn mich nicht mehr alles täuscht. Und ja, wir untersuchen jetzt hier gerade einiges und haben hier einiges, was wir noch vor uns haben. Hier hinten steht noch so ein Tresor. Hier ist noch ein einfaches Schloss. Da waren wir, glaube ich, schon drin. Genau, wir müssen uns jetzt hier weiter fort durcharbeiten. Hier durch die anderen Zimmer in der Schwesternstation und Wäschekammer und so. Und das gehen wir jetzt auch direkt an. Carlos geht es nicht ganz so gut. Ich könnte ihn mal heilen, weil ich nett bin. Genau, wir haben hier einen Kassettenrekorder bekommen, den wir noch brauchen werden. Nee, kann ich nicht nachladen. Um eben in dieses eine bestimmte Labor zu kommen, in das wir rein müssen, weil wir. Jetzt muss ich nochmal auf die Karte gucken. Ich habe völligen Orientierungssinn verloren. Weil wir ja dieses Gegenmittel für Jill brauchen. Da war das Dach, ne? Genau, wir müssen jetzt hier rum. Da geradezu war ich drin. Aber da konnten wir, glaube ich, noch weiter. Wir gehen da jetzt nochmal rein. Genau, hier hatten wir. Ach, wieso lebst du denn noch? Ich habe mich doch um euch alle gekümmert. Wirklich. Ich habe mir so viel Mühe mit euch allen gegeben. Jetzt steh du nicht auch wieder auf. Beim letzten Mal. Das hat mich ziemlich viel Nerven, Munition und Leben gekostet. Ach genau, da kommen wir nicht rein, weil die Tür zu war, aber hier hätten wir noch reingekonnt, ne? Genau. Und die da drüben wäre auch noch gegangen. Dann nehmen wir doch mal den hier ins Krankenzimmer. Ziemlich bedrohlich, weil hier kamen auch die ganzen Zombies her. Ja, nice. Probieren wir es so. Ja, ich wusste es. Ich hätte doch gleich mal auf den Schädel schießen sollen. Wenn ich Panik kriege, dann schieße ich zu viel. Das ist nicht gut. Und ich verschwende viel zu viel Munition. Aber ich hatte Angst. Was ist das? Eine Handgranate. Oh, sehr gut. Handgranaten können wir immer gebrauchen. Okay, er scheint tot zu sein. Hier noch irgendwas? Doch, hier liegt noch Munition. Perfekt. Ich glaube, das müsste es aber auch gewesen sein, genau. Ja, da vorne fehlt uns die entsprechende Karte noch. Dann gehen wir mal weiter. Hier komme ich anscheinend in den Innenhof. Ich höre Geräusche, die ich nicht hören möchte, aber wir gehen erstmal Richtung Wäschekammer, würde ich sagen. Weil bevor ich mich da runterlasse und hier nicht mehr hochkomme, will ich mich erstmal hier oben noch umgucken. Komme ich nicht rein, ist zu. Na gut, okay, dann hat sich das erledigt. Wir springen. Oh. Keine Ahnung, ob das jetzt so schlau war. Aha. Aha. Achso, von der Seite. Euer Ernst jetzt? Ich habe einen Schlüssel. Gut, den gucke ich mir gleich an. Wisst ihr, wie mich das gerade ärgert, dass ich da schon rübergesprungen bin?
ohne mich da umzugucken. Ich möchte da wieder zurück. Wieso kann ich da nicht wieder zurück? Muss ich doch aber eigentlich, oder? Bin ich jetzt hier gelandet? Wo bin ich? Hilfe! Hallo, ich wollte aber nur eine Kiste. Ich will die Kiste. Achso, wir gucken uns erstmal den Schlüssel noch an. Ein Schlüssel der Umkleide des Spencer Memorial Hospitals. Okay. Wo zur Hölle sind wir? Ach, wir sind jetzt hier unten. Ja, dann gehe ich jetzt noch mal eben schnell hoch. Hallo, bleib da einfach brav liegen. Nur weil ich da halt noch hin will. Warum sind hier Hunter? Why? Because of why? Nee, ich springe jetzt hier erstmal wieder runter. Also im Zweifel laufe ich den Weg auch doppelt, das ist mir egal, aber ich will an diese Kiste ran. Oder an dieses, an den taktischen Griff für das Sturmgewehr. Ja, da hinten ist auch noch was. Komme ich denn da ran? Das muss ich gleich nochmal eruieren. Wir werden jetzt erstmal das kombinieren mit unserem Sturmgewehr. Nice. Perfekt. So, jetzt müssten wir hier aber eigentlich alles haben, oder? Das ist irgendwie da hinten, wo ich aber auch noch nicht weiß, wie wir da rankommen. Ja, wer weiß, da müssen wir wahrscheinlich. Ach, ist das, wenn ich da. Moment. Nee, das ist nochmal ein anderes Fenster. Da komme ich noch gar nicht ran, oder? So, wo ist denn jetzt hier der Umkleideraum? Ist der Umkleideraum oben? Er ist bestimmt hier hinten, ne? Locker Room. Oder Wäschekammer. Ja, wir müssen mal gucken. Alter, ich habe keinen Bock auf diese Hunter-Viecher, ne? Ich fand die so ätzend. Ich fand die schon immer ätzend. Nurse Station. Ha, ja, ihr Hunter, ihr seid ganz süße, kleine, niedliche Tiere. Niemand mag euch. Ich kann es ja mal im Belegschaftsraum probieren. Ich glaube allerdings, nee, da hinten war so ein. Oh Gott, Alter, das sieht immer noch so ekelhaft hier aus. Das war so ein anderes Schloss, ne? Aber wir können das mal ausprobieren, ob der da vielleicht passt. Aber ich glaube nicht, dass das der. Oh, doch, das war der Umkleideraum. Ja, nice. Das war ja mal, ein guter Move, dass ich das hier gleich so gemacht habe. Spind? Nichts. Spind? Nichts. Spind? Blendgranate? Ist hier noch irgendwas in der Tasche? Nein. Wieso führen da Blutspuren hin? Wuhu, ich wusste es. Oh Gott. Alter. Ich dachte, der ist im anderen Spind.
Das war wahrscheinlich die Ableckungstaktik. Ich hätte echt gedacht, dass in dem anderen ist, weil die Fußtapsen dahin führen, aber das war wahrscheinlich die Ablenkung. Das können die mir nicht antun. So, was ist das jetzt hier für eine ID-Karte? Eine Sicherheitskarte des Spencer Memorial, das orthopädische Arzt, John Rolfe. Ja, gut. Dann kommen wir wahrscheinlich jetzt zumindest mal weiter durch diese anderen ganzen Sicherheitstüren. Aber den Tresor, ich habe keine Ahnung. Ah nee, das ist der, war kein Tresor, das ist dieser, der knackbare Schrank. Ja, ich rieche doch schon wieder die Hunter. Ihr könnt mich mal an deine Füße fassen. Aber vielleicht kommen wir jetzt durch da hinten in die Wäschekammer rein. Hallo. Oh, ich habe mir selbst wehgetan. Das war natürlich Kacke. Au. Das war halt ziemlich dumm. Warte mal. Stopp, stopp, stopp. Ich habe doch noch eine Blendgranate. Blend dich doch einfach. Oh Gott. Können wir ganz kurz Hilfe? Was passiert hier? Ich sollte halt ausweichen, aber ich bin zu doof dafür gerade. Hallo. Hallo. Er tut es aber auch nicht auf 1. Auf R1. Oh, das Schlimme ist, ich baller dem gerade jegliche meiner Munition da rein. Weil diese fucking Handgranate daneben gesemmelt hat. Oh, das war's. Nein, das war's immer noch nicht! Oh Gott, Hilfe. Ich dachte, ich hab ihn. Ich hab ihn doch zerschossen. Ja, toll. Ich bin halb zerstört, ich habe keine Munition mehr. Scheiße. Ich hasse es gerade. Ich hasse es gerade. So, ich wollte zur Wäschekammer. Also, hier lang. Auch wie, da ist noch so einer, ne? So, ich muss aber, ich will noch mal raus. Ach, da drüben wäre das, ne? Wahrscheinlich. Hier wäre die Ecke, wenn man hier runterspringt, dass man dann da hinkommt. Oder? Ja, hier kann ich runterspringen, aber müsste da runterspringen. Da kommt man halt aber so nicht hin. So, wo ist die da hinten? Ich will dich. Nee, hier komme ich nicht weiter. Hier war das in der Schwester. Oh Mann, ey. Das war in der Schwesternstation. Das ist doch die Tür da, die ich damit jetzt aufmachen könnte, oder? Bestimmt. Mann. So, wir haben auch einfach nichts mehr. Ich habe einfach alles verballert. Alles, was wir hatten. Ja, nee, ist klar. Zwei Hunter. Ihr könnt mich mal am Arsch lecken.
Ich schleiche, weil ich habe keine Munition, um diese fucking Viecher zu erledigen. Null, nada, niet, nothing. Ich habe genau 20 Schuss. Wovon die, naja. Ich will da nicht rein. Ich werde einfach hardcore sterben. Die Frage ist jetzt, ob ich nochmal irgendwie mich zurückbewege, um einmal kurz speichern zu gehen. Sicher ist sicher. Nur, dass wenn wir das verkacken, dass wir nicht direkt wieder an der Stelle stehen. Also nicht alles nochmal machen müssen. Ich glaube, das ist somit die beste Lösung. Wir sind halt auch nicht mal gesund. Das ist halt auch ziemlich beschissen. Geradezu und dann war der Aktenraum da hinten links. Das ist so dumm. Also wenn ich halt eigentlich eins wirklich nicht kann, dann ist es Haushalten, weil ich einfach immer, wenn ich Panik habe, viel zu sehr drauf schieße. Haben wir noch irgendwas in der Kiste? Nein, natürlich nicht. Und das ist so dumm, weil das halt... Weil das halt voll verschwenderisch ist. Es ist halt so dämlich, aber ich kann halt nicht anders. Naja. So. Egal. Egal. Mir ist es ja, wie gesagt, mir ist es ja nicht wichtig, dass ich da durchkomme und nicht sterbe. Weil es ist mir wirklich egal. Außer man hat halt so Stellen, wo man 5000 Mal dran verreckt und dann einfach halt mega genervt ist. Bin ich jetzt hier richtig? Nein. Aber ansonsten. Da kann man nicht mal rüberspringen. Aber ansonsten ist mir das halt schon ziemlich buggy. Also ist halt wirklich so. Ich hoffe halt einfach nur, dass wir da drin genug Munition kriegen und das halt auch hinkommt. Aber wir kommen da, glaube ich, gleich erstmal noch in so einen Vorraum. Vielleicht habe ich da noch Glück und finde was. Und dann brauche ich am besten. Ich weiß auch nicht, weil wie das da vorhin mit der blöden Handgranate war. Ich habe die anscheinend ziemlich beschissen geworfen. Noch nee. Hier ist noch so einer. Oh, lass mich! Ich bin doch schon verletzt! Mann! Ja, ihr könnt mich mal an die Füße fassen. Was ist jetzt? Oh, jetzt will der auch noch mal aufstehen. Ich glaube, ihm brennt der Helm. Wie oft soll ich ihn denn noch wehtun? Ist jetzt gut? Meine Güte. Also manchmal machen die mich hier echt irre. Toll, ich hoffe, ich finde jetzt hier Heilung, Munition und alles Mögliche. Weil sonst habe ich halt echt ein verficktes Problem gleich. Und zwar ein ziemlich großes. In Form von zwei Huntern. Ja, toll. Das rote Kraut alleine bringt mir jetzt halt auch nicht so wirklich viel. Einfach Schloss, Alter. Ja gut, ich würde sagen, wir gehen halt gleich einfach ziemlich hardcore drauf. Und zwar so richtig. Ich überlege gerade, warum war ich denn hier noch nicht im Innenhof vernünftig? Doch, habe ich schon, oder? Das ist ja, wo ich runtergehüpft bin. Genau, da bin ich reingestiefelt, da bin ich hoch, hier bin ich dann die Treppe hoch. Hier war die Eingang zur Notaufnahme. Tür mit Stimmerkennung. Vielleicht sollte ich sonst erstmal nach unten gucken.
ob ich hier noch die eine oder andere Tür aufmachen kann, bevor ich mich hier. Ist vielleicht schlauer. Ja, vielleicht sollten wir das wirklich mal machen. Ich probiere das mal. Also keine Ahnung, ob das einen Sinn ergibt oder nicht. Wir gucken mal, ob wir unten sonst erstmal noch irgendwas öffnen können, bevor wir uns mit den Huntern da auseinandersetzen. Wahrscheinlich wird das aber nicht besser, sondern nur noch eher schlimmer für uns. Aber wir probieren mal unser Glück. Gut, ihr Lieben, bevor wir hier den schwer verletzten Carlos die Treppe runterjagen und uns unten weiter umgucken, hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich werde den Part an dieser Stelle beenden. Morgen kommt ein weiterer Part und dann am Donnerstag und Freitag wieder. Ich werde den verpassten Part von gestern nicht nachholen. Ich glaube, das ist ein bisschen viel, das noch also das für mich alles aufzunehmen, weil so ganz fit bin ich halt immer noch nicht. Aber nächste Woche gibt es dann wieder wie gewohnt 5 Parts. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Und bis dahin, tschüss.